Hallo, Annika Isserling hier und ich zeige dir heute drei Übungen für schöne, starke Arme. Die erste kennst du mit Sicherheit, das ist der nach unten schauende Hund. Und den Fokus, den wir heute im Hund haben werden, ist, dass du Fingerkuppen und Handballen kräftig nach unten drückst in den Boden hinein, aber dabei versuchst, deine Unterarme komplett vom Boden hochzuheben. Okay? Komm bitte in den Vierfüßler. Platziere die Mitte des Handtellers unter deiner äußeren Schulter. Aktiviere deine Chormuskulatur und dann stellst du zuerst dein rechtes Bein nach hinten auf und das linke dazu. Die Planke ist für dich tatsächlich der beste Abstand von Händen und Füßen für deinen Hund. Von hier beug die Knie und schieb dein Gesäß so hoch du kannst nach oben. Mir ist für diesen Teil gar nicht so wichtig, ob du die Beine strecken kannst oder nicht, ob die Fersen den Boden berühren. Es geht hier wirklich um die Arme. Drück die Fingerkuppen, Handballen in den Boden und dann beginn hier die Unterarme vom Boden zu heben, so hoch du kannst. Zieh Hände und Unterarme zueinander, halte das und dann weite die Oberarme voneinander, sodass dein Nacken, dein Kopf ganz frei ist. Nochmal, heb die Unterarme, Oberarme, lass sie nicht zum Boden sinken, aber lass hierfür jetzt mal dein Herz ein bisschen tiefer kommen, Richtung Matte, Richtung Füße. Noch einmal Fingerkuppen, Handballen drücken in den Boden, heb die Unterarme höher, Herz tiefer, halte das und dann hol dir Kraft aus den Händen zum Herzen, vom Herzen, Länge zum Po und dann beginn langsam die Oberschenkelköpfe nach hinten zu bringen, die Fersen nach unten zu strecken, egal wo die hinkommen. Atme hier und komm langsam zurück auf die Knie. Zweite Übung, Vierfüßler. So, ich bin großer Core-Yoga-Junkie, vielleicht hast du schon mal die eine oder andere Sequenz mit mir mitgemacht. Und was ich dabei gemerkt habe, ist, dass man automatisch in diesen Core-Übungen eine ganz, ganz schöne Armmuskulatur mit aufbaut. Und diese nächste Übung ist auch eine tolle Core-Übung, die gleichzeitig deine Arme stärkt. Vierfüßler, Mitte des Handtellers unter deiner äußeren Schulter, Knie genau unter der Hüfte. Stell bitte deine Zehen auf und dann aktiv zieh deinen Rippenbogen zu deinen Hüftknochen. So dass der Abstand hier relativ gering ist, die Bauchmuskulaturen nur einen ganz kleinen Abstand zu covern hat, dich halten muss. Halte das, Rippenbogen zu Hüftknochen, löse beide Knie gleichzeitig vom Boden und lass sie mal wirklich nur 5 cm. Wenn du höher kommst, ist es einfacher. Versuch mal wirklich nur so kurz zu schweben und dann drück aus deinen Schultern in die Hände hinein, saug aus den Händen die Energie hoch wieder zu deinen Schultern, schieb dein Brustbein nach vorne und versuch ganz ruhig weiter zu atmen. Das geht am besten, wenn du den Kopf nicht hängen lässt. Es passiert nämlich am häufigsten, dass man sich so reinhängt in die Stellung, aber dann können wir nicht mehr in Ruhe atmen, weil sich die oberen Rippen nicht gut heben können. Und dann legst du langsam die Knie auf den Boden ab und du kannst die Übung dreimal wiederholen. Alternative dazu wäre mal einen Fuß mit anzuheben, dann hast du noch ein bisschen mehr Gewicht auf deinen Arm. Die nächste Übung ist auch eine Armbalance und generell sind alle Armbalance natürlich die Übungen, die unsere Arme fit halten, stark machen, schön machen. Und es gibt einfach eine kleine Technik zu beachten, die dir hilft in deinen Armbalancen. Und die erkläre ich dir kurz, sind drei Teile, die wir beachten. Du kannst deinen Arm mal nach vorne ausstrecken. Und das erste, was wir machen, ist eine Außenrotation im Oberarm. Und das zweite ist eine Integration. Wir ziehen den Oberarmkopf ins Schultergelenk. Und für mich, was mir immer geholfen hat, ist die Idee, ich mache meine Achselhöhle hohler. Die dritte Funktion ist nicht nur der Arm, mit dem wir arbeiten, sondern komplett die ganze Schulter. So, die dritte Aktion ist, außen, rein, Schulterblatt und ein Schulterblatt ist wie ein Dreieck, der untere Zipfel vom Schulterblatt, der zieht tiefer nach unten. Okay, und das probieren wir aus in der seitlichen Planke. Setz dafür deine Hände auf und stell beide Füße nach hinten auf, dass du erstmal in der normalen Planke bist. Bring dann deine rechte Hand in die Mitte der Matte und die linke Hand in die Hüfte.
So, für wen das zu anstrengend ist, der kann den vorderen Fuß hier aufstellen. Das ist ein bisschen leichtere Variante. Und ich möchte, dass du mal wirklich die Knie so ein bisschen beugst, das Gewicht wegnimmst aus der Hand. Und dann beginnt die erste Funktion, die wir üben wollen, ist Außenrotation. Saug den Oberarmkopf rein, Schulterblatt tiefer nach unten. Jetzt drück in die Füße und schieb dein Gewicht über die untere Hand. Der obere Arm kommt hoch. Und wir machen es auf der zweiten Seite, direkt hier. Wieder, nimm ein bisschen das Gewicht raus aus dem Arm, schieb deinen Po mehr, als ob du so einen kleinen Squat machen würdest. Rotier den Oberarm nach außen, saug den Oberarmkopf ins Schultergelenk, Schulterblatt zipfelt tiefer und dann schieb dich zurück über den Arm. Halte hier und komm langsam zurück. Viel Spaß mit deinen Armbalancen, viel Spaß mit diesen Übungen. Bis ganz bald. Namaste.